Da steht ihm der Mund offen. Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, bei Detroit Become Human. Da ist der liebe Hank. Und wir haben ihn schon gesehen, Connor, unseren lieben Schnurzelpurzel. Ich glaub, mich knutschten echt. Mein Vorgänger ist unglücklicherweise zerstört worden. Nein! Aber Cyberlife übertrug seinen Speicher und schickt mich als Ersatz. Oh Gott sei Dank. Du bist in meinen Armen gestorben. Und jetzt bist du wieder hier, als wäre gar nichts passiert. Leck mich! Nein, Hank! Chris? Ich hörte, Officer Miller wurde letzte Nacht von Abweichlern angegriffen. Ja, er war zur falschen Zeit am falschen Ort. Aber er hatte Glück. Er sagt, dass dieser Marcus ihn gerettet hätte. Er hat einen Schock, aber er ist noch im Leben. Kann ich hier sonst noch irgendwas angucken? Oh Gott, Connor ist wieder da, wie schön. Ja, er wurde einfach ersetzt. Aber wenigstens haben sie seinen Speicher übertragen. Das ist ja schon mal gut. Das heißt, er weiß alles, was der alte Connor wusste. Hoffentlich. Haben sie auch seine ganzen Anomalien mit übertragen? Das wäre gut. Ich bin Lieutenant Hank Anderson, Detroit Police Department. Ich möchte zu Mr. Elijah Kemsky. Bitte, kommen Sie rein. Das ist doch die aus dem Intro, okay. Beziehungsweise aus dem Menü. Das ist die Menüdame. Hat aber eine andere Stimme. Und keine Schuhe an. Ich sag Elijah Bescheid. Machen Sie es sich bequem. Okay. Okay, warte auf den Androiden. Wir können uns hier Dinge ansehen. Da ist wieder Connor. Ich bin ja so froh. Ich hatte solche... Es hat mich so... Ich war... Ihr wisst schon. Dinge. So. Gucken wir uns mal das Bild hier an. Kamsky Elijah, Cyberlife-Gründer im Ruhestand seit 2028. Erfinder des Theriums und der Biokomponententechnologie. Der ist das also. Können wir hier mal... Hübsches Mädchen. Wir sind mal aufrichtig. Sie haben recht. Sie ist wirklich hübsch. Ja. Nette Hütte. Sieht irgendwie falsch aus, das Bild. Androiden bringen offenbar nicht jedem nur Schlechtes. Nee, wie ich das letzte Mal... Vielleicht triffst du deinen Schöpfer, Connor. Wie fühlt sich das an? Wartet gleich. Wie ich das letzte Mal schon gesagt habe, dem Marcus ging es ja auch eigentlich nicht so schlecht, ne? Gleichgültig, ungeduldig. Komm, wir sind mal ungeduldig. Kemsky ist eins der größten Genies des 21. Jahrhunderts. Es wird interessant sein, ihn persönlich zu treffen. Manchmal wünschte ich, ich könnte meinem Schöpfer gegenübertreten. Ach Quatsch. Ich hätte ihm da so einiges zu berichten. Aha, können wir wieder aufstehen auch, okay. Kann ich mir hier sonst noch was anschauen? Aha. Interessant. Türen gehen hier nicht auf. Oh, das Bild ist so ein bisschen 3D-mäßig. Das ist doch... Wartet mal, das ist Elijah doch hier die... empfängt sie jetzt. Das ist doch hier die Amanda, oder wie sie heißt, oder? Ist das nicht diese Amanda? Da, die da, auf dem Bild. Da ist sie das. Ich möchte mir dieses Bild bitte angucken. Mr. Kemsky? Mr. Kemsky? Einen Moment, bitte. Hat das noch eine Zeitung? Ich will doch die Zeitung angucken. Ach, Menno. Hätte ich mir die bestimmt angucken können. Was ist denn hier los? Guten Tag, die Damen. Der Herr. Rotes Wasser. Hallo, hallo, guten Tag. Hani und Nani, oder wer sind Sie? Mhm.
Baden die in Blut? Das ist ja eklig. Nee, Quatsch, das Wasser ist wahrscheinlich einfach nur rot gefärbt. Die können also auch ins Wasser, diese Androiden. Das sieht auch sehr interessant aus. Oh, diese Kamera immer. Uhehe. Ohne Informationen über Mr. Kamsky. Die sehen alle gleich aus. Oh, der kommt mir bekannt vor. Wer hat denn für den Modell gestanden? Ich bin Lieutenant Anderson. Das ist Connor. Was kann ich für Sie tun, Lieutenant? Sir, wir untersuchen Abweichler. Ich weiß, Sie sind längst nicht mehr bei Cyberlife, aber ich habe gehofft, Sie könnten uns trotzdem weiterhelfen. Abweichler. Faszinierend, nicht wahr? Perfekte Wesen mit unendlicher Intelligenz. Und jetzt einem freien Willen. Eine Konfrontation war unvermeidlich. Maschinen sind uns weit überlegen. Die größte Errungenschaft der Menschheit droht ihr Untergang zu werden. Ist das nicht ironisch? Virus, Krieg, Hilfe. Hilfe? Wie werden normale Androiden zu Abweichlern? Wissen Sie irgendetwas darüber? Ideen sind wie Viren, die eine Epidemie auslösen. Ist der Wunsch nach Freiheit eine ansteckende Krankheit? Hören Sie, ich bin nicht hier, um zu philosophieren. Ihre Maschinen planen vielleicht gerade eine Revolution. Entweder sagen Sie uns jetzt was Nützliches, oder wir sind wieder weg. Was ist mit dir, Connor? Auf wessen Seite stehst du? Abwehrend, direkt, neutral. Auf der Seite der Menschen, natürlich. Auf die Antwort bist du programmiert. Aber du? Was möchtest du wirklich? Beunruhigt, neutral, aggressiv, abwehrend. Was ich möchte, ist nicht wichtig. Chloe? Chloe? Du kennst ja sicherlich den Turing-Test. Reine Formalität. Eine einfache Frage von Algorithmen und Rechenkapazität. Was mich interessiert ist, ob Maschinen Mitgefühl empfinden können. Ich nenne das den Kamsky-Test. Er ist ganz einfach, du wirst sehen. Wunderbar. Nicht wahr? Eines der ersten intelligenten Modelle von Cyberlife. Jung. Und wunderschön für immer. Eine Blume, die nie verblüht. Was ist sie wirklich? Plastik, das Menschen imitiert? Ein lebendes Wesen? Mit einer Seele? Es liegt an dir, diese faszinierende Frage zu beantworten, Connor. Zerstöre diese Maschine und ich sag dir alles, was ich weiß. Oder verschone sie, wenn du glaubst, dass sie lebt. Aber dann wirst du rein gar nichts von mir erfahren. Okay, ich glaube, das war's hier. Komm, Connor, wir gehen. Sie können wieder. Was ist dir wichtiger, Connor? Deine Untersuchung oder das Leben dieses Androiden? Entscheide, wer du bist. Eine gehorsame Maschine? Oder ein lebendes Wesen? Mit einem freien Willen? Das reicht jetzt. Connor, wir verschwinden. Drück den Abzug. Connor! Nicht! Und ich sag dir, was du wissen willst. Nein! Faszinierend. Cyberlives letzte Chance, die Menschheit zu retten. Ist selbst ein Abweichler. Ich...
Ich bin kein Abweichler. Du hast deine Maschine verschont, statt deine Mission zu erfüllen. Der Android war für dich ein lebendes Wesen. Du hattest Mitgefühl. Luna. Entschuldigung, Katze ist hier gerade. Komm her, Dicke. Es wird Krieg geben. So. Du musst deine Seite wählen. Wirst du dein Volk verraten oder dich gegen deine Schöpfer stellen? Was könnte schlimmer sein, als zwischen zwei Übeln wählen zu müssen? Verschwinden wir hier. Ach, Luna, was wird denn das hier, wenn's fertig ist? Die Mama muss doch aufnehmen. Übrigens, es gibt immer einen Notausgang in meinen Programmen. Man kann nie wissen. Okay. Ja, das, die Frage hat sich für mich jetzt überhaupt nicht gestellt. Ich erschieß doch hier nicht, egal ob Android oder Mensch. Ich habe in ihre Augen gesehen und konnte nicht. Das ist alles. Du sagst doch immer, du tust alles für den Erfolg der Mission. Tja. Das war unsere Chance, was zu erfahren und du scheißt. Ja, ich hätte es tun sollen. Ich sagte ja, ich konnte nicht. Tut mir leid. Na. Okay? Vielleicht war es richtig so. Ja, war es ja auch. Auch wenn es eine Maschine ist, diese Maschine ist uns Menschen doch ähnlicher, als man denkt. Das ist aber wieder eine sehr kurze Folge heute. Nehmen wir dann noch eine auf, nachher wird die aber sehr lang. Das ist auch blöd dann, ne? Reden wir noch ein bisschen drüber. Ja, wir hätten auch den anderen Weg wählen können, dass wir sie nämlich getötet hätten, die Chloe. Beziehungsweise erschossen. Ich weiß nicht, ob man da von töten reden kann, weil im Endeffekt ist es ja wirklich einfach eine Maschine. Aber nein, so sind wir nicht. Und, okay, Luna, dann setz dich da oben hin. Danke. Was der vorhin gemeint hat, wo war es denn? Werden die Maschinen im Endeffekt unser Untergang sein? Ich weiß gar nicht, was die alle haben. Die sind doch, also zumindest habe ich diesen Weg gewählt, sie sind doch friedlich. Sie greifen niemanden an. Gut, sie, ich sag mal so, sie beschmutzen Eigentum. Wir haben ja da die Fensterscheiben, ich sag mal, beschmiert. Oder beziehungsweise sind das ja alles nur Hologramme gewesen, aber trotzdem. Aber wir greifen doch niemanden an. Wir sind doch friedlich. Oder die Androiden sind doch friedlich. Die doch mit Gewalt antworten, das sind die Menschen. Also wer greift denn hier wen an, frage ich mich. Und wer ist denn hier wessen Untergang am Ende vielleicht, ne? Das ist halt die Frage. Und ich glaube, das ist auch der richtige Weg, den wir nehmen, dass wir hier eben friedlich bleiben. Denn sonst ist doch genau das, passiert doch genau das, was eben die Menschen sagen. Dass die Maschinen sich gegen sie wenden, aggressiv werden, Gewalt anwenden, einen Krieg heraufbeschwören. Nein, das wird eben nicht passieren. Das ist nicht das, was wir tun. Oder dass die, was die Androiden in meinem Spiel hier tun. Das werden wir auch nicht. Also wir werden versuchen, weitestgehend friedlich zu bleiben, um eben einfach mal zu beweisen, dass wir es nicht wie die Menschen machen müssen, Leute. Ne? So, wird dann heute mal eine sehr kurze Folge. Ich glaube aber auch, ich möchte jetzt nicht noch ein Kapitel dranhängen, sonst wird das hier nachher wieder eine Dreiviertelstunde-Folge oder noch länger. Deswegen, meine lieben Freunde, sehen wir uns beim nächsten Kapitel. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn es auch ein sehr kurzes Kapitel war. Und wenn ja, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da oder auch ein Abo. Gerne auch den ein oder anderen Kommentar und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei hier bei Detroit Become Human. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bis dahin und tschüss!